So, es geht jetzt hier weiter mit geiler Mucke, die jetzt schon vorbei ist. Ja, mein Ziel heute ist es, den fünften Boss zu plätten. Und ja, wir haben ja letztes Mal gemerkt, dass wir uns hier höchstwahrscheinlich rechts in die Ecke stellen können. Dann trifft uns der Penner hier nicht. Der auch gar nicht langweilig ist oder so. Ja, du fliegst in einer Parabel. Du bist cool. So, und der trifft uns nicht. So, was macht er? Bomben-Action. Okay, ich schätze mal, wir müssen ihm das Ding irgendwie am Kopf pfeffern. Bomb! Ja, gut. Das war's dann wohl mit ihm. So, der zweite. Es müsste Ward kommen, oder wie auch immer heißt. Jedenfalls diese komische, fette, hässliche Kröte. Mit Krone. Und dem, ich kack mir gleich in die Hose, Gesichtsausdruck. So, gut, du stammst rum. Und immer wenn du aufkommst, kommen Staubwolken aus deinem Roffelkopf auf, du. Und ich wette, wenn ich da reinlaufe, sterbe ich. Deswegen werde ich es gar nicht erst probieren. Ja, tolle Strategie. Habe ich mir selber ausgedacht. So, was geht ab? Du machst eine Kugel. What the fuck? Nein, er macht einen Kugelwilli des Todes. Nein! Go, Kid! Go, 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 go! Bomb! Alter, das war doch schon wieder. Na gut. So, jetzt kommt der wirklich schwierige Boss hier. Dr. Wily with his little Willy. Ja, und er macht die Augenbrauen. Natürlich macht er die Augenbrauen. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Oh, ich stand genau richtig. So, was passiert? Nach da. Ja gut, man sieht, wo die Flammen rauskommen. Das ist doch halbwegs sozial vom Spiel. So, wo muss ich stehen? Hier, okay. So, was passiert? Du machst eine Kugel. Kann ich dich so treffen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh ja. Oh, geile Musik. Und alles nochmal. Ist das nicht ein schöner Boss? Und man darf nichts schneiden. Juhu. Man kann auch so gut bei Dr. Wily trainieren, weil man so oft zu ihm hinkommt. Ja, wir fahren Achterbahn mit Bowser. Die Pussy-Variante. Geht nur nach links, nach rechts. Ja, er fliegt rüber. Wirft eine Bombe, die mich hier auch nicht treffen kann. Ja, ich laufe hinterher, knall das Ding ab und boom. So. Ja, dann kommt Ward, stampft ein bisschen rum. Wir machen seinen Kugelwilli platt. Ja, dann kommt Wily, er gibt uns und wir müssen alles nochmal machen. Ja, hört sich doch lustig an. Machen wir das wohl mal so. Ja, solange ich nicht gegen diese beiden ersten Idioten hier verkacke, ist auch egal. So, dann jumpen wir nochmal zur Sicherheit. Ja, genau, ich kann ja hier mal eine No-Jump-Challenge bei Ward machen. So, jetzt geht's wieder los. Diesmal bin ich vorbereitet. Oh, wenn man jetzt wieder hört, wie ich auf mein Gamepad hämmer, ist mir das auch egal. Boom, warum steht da nicht Boom? Das würde viel mehr Sinn ergeben. Ah, egal. Ich habe schon so oft gesagt, ich werde den Sinn dieses Spiels nicht hinterfragen. Ja, bis ich bei so einer Aktion ja sterbe. Ich lasse es lieber. Ich glaube, hier bei der Säule konnte ich beim ersten Feuerball stehen. Ja, gut, er macht anscheinend immer dasselbe Muster immerhin. Hier ungefähr. Ja, hier. Ich glaube, es ist noch ein bisschen nach links. Ja. Jetzt glaube ich irgendwie wieder zurück. Ah ne, noch einen nach rechts und jetzt. Nein, jetzt kommt schon die Kugel. Okay, wir ballern drauf, weil die prallen ab und bomben ihn weg. Es ist doch scheiße. Über die Kugel kommt man gerade so rüber. Und alles nochmal. Juhu. Das ist doch gar kein Bullshit hier, ne? Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, aber es ist doch so. Und wir können gegen die Wand laufen, dann flattert Kidscape viel epischer. Da 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 da. Da 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 da. Wir können auch Schussgeräusche machen. Aber wahrscheinlich hört man eher meinen Controller. Egal. Ja, so am Kopf kratzen bringt ja nichts. So, dann warten, bis der Idiot hier runterfliegt. Und boom. AKA Bomb.
Ey, und es sind jetzt schon 5 Minuten rum und ja, haben einfach nichts erreicht. Ja gut, wir wissen jetzt, wie die ersten beiden Bosse funktionieren. Wir wissen, dass Wily ein dummer Spaten ist. Aber das ist auch schon immer gewesen in allen Mega Man-Teilen, also ist ja auch klar, dass er in diesem unfairen Scheißspiel hier auch vorkommen muss. Um den Spieler mal so richtig schön zu natzen. Ja, du fliegst rum. Du bist ein cooler Typ, hast eine miese Ghetto-Kette um den Hals. Und Bullet Bill, Kugelwilli, Action. Und der glitscht voll durch den Roffelcopter-Dingens da durch. Wow, das war knapp. Na, Dr. Wily, wir stellen uns hier hin. Wir richten uns noch perfekt aus, es bringt nichts. So, wie kann ich über die Kugel rüberspringen? Das muss ich mir jetzt mal überlegen. Ja, okay, aber das ist der Dr. Wily aus den Super Nintendo-Teilen von Mega Man. Ich fand den anderen fürs NES viel geiler. Der war richtig episch. Der ist irgendwie schwul. Also der hier jetzt. Hier, ja. Und das Feuer spawnt in der Luft, aber egal. So, die Monster, you don't belong in this world. Ja! Okay, ich muss ganz bis zum Ende warten. Gut, haben wir das doch schon mal geschafft. Ja, ich spring einfach. So, da. Und ich warte bis ganz zum Ende. Oh, und ich berühre das Ding ganz knapp. Ja, ich könnte euch jetzt theoretisch das ganze Lied vorsingen, denn der Typ hier macht ja eh nichts. Aber ja, gut. Ja, was soll ich noch groß zu ihm sagen? Er fliegt halt rum. Es ist Bowser im Clown-Kart. Er sieht scheiße aus. Aus welchem Super Mario ist der? Der sieht echt ein bisschen doof aus, muss ich sagen. Und woher kommen diese Bomben? Das sind keine normalen Bob-Bombs. What the fuck, boom! Und hier geht der Boden weg, aber ich werde nicht da stehen. So, jetzt kommt hier wieder Wart, das alte Wartzenschwein. Kann hier rumjumpen. Wir können auch bei dem Versuch dabei sterben, deswegen lasse ich es lieber. Nein, 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 ich bin eine böse Kröte, ich guck behindert. Nein, nein, nein. Was willst du tun? Und er hat nichts drauf. La 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 la. Aber was? Heute ist der 1. März. Warum singe ich Weihnachtslieder? Man weiß es nicht. Egal, heute Abend DFB-Pokal. Cottbus gegen Duisburg. Oh Scheiße, ich stehe zu weit weg. Warum schießt er nur zwei? Das ist doch verbuggt. Das ist doch schwul. Warum hat's nicht geklappt? Ey, jetzt bescheißt mich auch noch das Spiel, weil ich Cottbus beleidigt habe. Ja, passiert. Tut mir leid. Wird nicht wieder vorkommen. Nur privat. Boah, boah. Boah. Ja, wirklich, wie gesagt, heute 1. März. Mal gucken, wann ich das hier hochlade. Kommt doch auch auf Matze an, wann der endlich mal weiterkommt. Aber der ist ja nur am Chillen. Der hat bestimmt auch Riesenschiss vor Dracula, also kann ich auf jeden Fall verstehen. Du, ja, episches Intro, mehr oder weniger. Nur der Typ ist einfach nicht episch. Oh, und die Zeit ist gleich abgelaufen, das freut mich doch. Egal, wir haben jetzt auch halbwegs Dr. Wily raus. Wir dürfen nur nicht so doof sein und in seine Kugel springen. Aber es ist echt sauschwer. Der Mond von Dracula war da noch sozial gegen. Da muss man echt sagen. Okay, dafür konnte der Typ eine Menge anderer asoziale Scheiße, also rechne ich ihm das nicht hoch an. So, wehe, das ist jetzt wieder verbuggt hier. Nee, jetzt kann ich auf einmal normal schießen. Was ist das? Radadadadadada. Gamepad-Vergewaltigung. Boom, Bomb, whatever. Oh, Epilepsie, ey. So, wir stellen uns hier hin. Gucken in die Richtung, weil wir da hinlaufen müssen. Springen, springen nochmal.
springen hier rum wie dumm, schießen ein bisschen. Ja, er macht seine Augenbraue, Clown Card guckt böse. Aber es kann uns alles egal sein, denn wir werden ihn jetzt... Ja, wir werden verlieren, aber wir werden ihm irgendwann die Fresse polieren und dann feiere ich mich. Hier bin ich sicher, okay. Ich muss noch einen nach links. Jo. Ah, ich vergesse es immer. So, jetzt kommt hier die Kugel. Und wir müssen warten, bis die Kugel ganz durch ist. So, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Hau ab. You don't belong in this world. So. Jetzt kommt hier wieder Kugel-Action. Da. Diesmal sollte ich nicht sterben, ja. Okay, man muss erst von der Kugel wegspringen und dann auf sie zu. Das ist die super geheime Technik. Das ist trotzdem ein bisschen fies. Oh, hier stehe ich zweimal sicher. So, komm, mach die Kugel, ich geb dir. Ey, ich stehe echt gut. Oh, komm schon, diesmal nicht sterben. So, das läuft doch gut. Ich überziehe jetzt, aber es ist mir egal. Oh, ich wäre jetzt fast noch reingelaufen. So, mach die Kugel. Komm, mach die Kugel, Junge. Jawohl. Oh, stirb doch mal bitte. Ja, scheiße, ich stand zu nah dran. Egal, Leute. Nächstes Mal liegt er. Ich beende hier die Aufnahme. Und dann klatschen wir ihm nächstes Mal seine fette Phrase. Nein, wir klatschen ihm seine Phrase weg. Nee, auch nicht. Egal, wir klatschen ihn auf jeden Fall. Haut rein.